Willkommen zurück bei Madgas und wir ändern hier mal ein bisschen was, weil so wirklich gefällt mir das hier gerade nicht so. Problem an der Sache ist, dass dieses Fenster hier ein bisschen zu groß ist und von außen dieses Stück Wand sehr bescheiden aussieht. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen rüberschieben hier. Heißt, wir machen hier die Scheibe kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. So, hier unten hatten wir bisher ein bisschen Mist drin. Ja, jetzt haben wir natürlich mal wieder keine Axt. Ja, ihr seht gerade, WorldGuard haben wir hier auch installiert. Spinnt natürlich gerade ein bisschen dabei rum. Wie gesagt, haben wir für unsere Kreativwelten noch ein bisschen, damit wir uns da gegenseitig nicht alles kaputt bauen. Ne? So. Plupp und plupp. So, dann gucken wir mal, nehmen wir die Dinger hier. Ja. Okay, hier lassen wir ins Freie, dann kommt Fenster. Moment, jetzt machen wir mal ein bisschen testen. Da kommt Fenster. Da kommt vielleicht auch ein Fenster, so. Da lassen wir ihn frei, da kommt Fenster. Hier lassen wir ihn frei, kommt Fenster. Dann lassen wir wieder ihn frei, kommen die Kisten, ihn frei, kommt Fenster. Okay. Heißt, da kommt das hin, die Kisten, und daneben kommt dann. Okay, gut, können wir machen. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur Steine, die haben wir hier. Blub, blub und blub. Ach so, und hier natürlich auch. Und da kommt dann nachher Fenster hin. Ech. Na gut. Okay, hier machen wir erstmal den ganzen Schmuh rein. So, dann machen wir. Ach. Dann holen wir uns den ganzen Schmodder hier raus. So, dann mal schnell. So, haben wir jetzt alles raus hier. Jo. Plupp und plupp. Dann können wir das hier tauschen. Das tauschen wir. Natürlich liegt da unten auch was rum. Ist doch zum Reiern. Unten machen wir natürlich genauso wie oben. Sieht sonst natürlich ein bisschen blöd aus, wa? Deswegen. So. Okay, dann kommt da eine Scheibe drin. Das ist ja gut, da kann ich die Dinger ja gleich so lassen hier. Fetzt ja. So, also erstmal dit, 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 dit und dit. Dann machen wir das Eichenholzbretter. Dann kommt das Schwarzeichenholzbretter. Dann kommt die Fichte. Und der Rest. So. Okay. Gut, das haben wir. Das heißt, da brauchen wir jetzt Gloss.
obwohl es jetzt erstmal von außen an wieder aussieht. Ja, die obere Etage sieht um einiges besser jetzt aus als mit dieser riesen Wand, die wir hier hatten. Wo so ganz optimal natürlich nicht, aber schon besser. Das geht schon. So, das gleiche machen wir da auch unten. Und dann müssen wir eigentlich noch Zwischenwände ziehen. Damit wir dann noch mehr Dinger machen können. Jetzt machen wir erstmal hier. 1, 2 hatten wir hier. So, da unten hatten wir Werkzeug drin. Dann kommt die Kiste dafür dahin. Können wir den Schmuck gleich einräumen. So. Dann kommt da drüber gar nichts. Geht natürlich um einiges schneller. Zack, zack. So. Und da kommt Glas hin. Dann haben wir das hier unten auch fertig. So. Okay, dann müssen wir hier bloß noch mal eine Zwischenwand ziehen. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ja mal blöd. 1, 2, 3, 4. Wir können ja Ding da hinten als Hauptgang nehmen. Wir bräuchten noch ein paar Kisten. Ich muss auch noch ein paar Kisten bauen. Weil ich sehe hier sonst nicht so wirklich durch. Und dann werde ich mal die ganzen Kisten auch beziehungsweise die ganzen Schilder zu den Kisten dann auch mal nach vorne, dass man gleich beim Reinkommt, beim Reinkommen dann die Schilder sieht und dementsprechend auch gleich sieht, was drin ist. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Das war's schon. So, dann machen wir noch Fackeln hin, dass alles ein bisschen gleichmäßig aussieht. So, da könnte man theoretisch hier auf der Seite auch nochmal eine Truhe setzen. Das werden wir auch noch machen. Und dann müssen wir langsam mal kicken, dass wir auch die Dings umsetzen. Die... Oh. Die Treppe, die ist dann in einer Position, die mir nicht so gefällt. Eigentlich so überhaupt nicht gefällt. So absolut mal ja nicht. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. So, haben wir 8 Kisten. Machen wir damit erstmal. Achso, hier können wir ja auch eigentlich schon. Da, da kommt Kiste. Hier ist frei. 3 und 4.
Kiste hier hin. Und schon wieder sind wir alle Kisten los. Das ging natürlich mal relativ schnell wieder. Oh, bauen wir halt noch ein paar. Ja, haben ja. Ich denke mal, 16 Kisten sollten jetzt wirklich endlich mal reichen. Hier haben wir jetzt erstmal alle Stellen belegt, die wir belegen können. Gucken wir mal hier unten. Können wir hier, 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 hier. Da, da. Da und da. So, hier hat Lucky Lion Scheißendreck gemacht. Da müssten wir das und das. Wo ist das andere Ding? Da. Das und das. Machen wir auf die Seite. Na nu. Na toll. Nicht auf das Ding gesetzt. Na gut. Dann machen wir das da noch weg. Kommt er da hin? Kommt da hin. Dann können wir hier eine Truhen hinsetzen. So. Und dann könnten wir hier rein theoretisch auch 1, 2 wieder frei. 1, 2. Sehr schön. Na Luki, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ach, 4 reichen jetzt hier. Siehst du, 3 brauchen wir ja auch bloß noch. Schön, schön. Juti. Machen wir dann direkt auch gleich mal auf die Seite hier. Da, da, dahin. Ich muss aufpassen, dass ich nicht schon wieder daneben setze. So, hier haben wir es ja auf der Seite. Hier haben wir das freie Sch ja Quatsch. Hier haben wir das freie Schild, setzen wir da hin. So, wo war das? Hier haben wir das mit dem Werkzeug. Das setzen wir da hin. Irgendwo war da noch eins mit Schildern hier, so eine Truhe. Hat man glaube ich oben, ne? Da sind die Schilder da. Hier sind die Schilder auf der Seite. Hier, oder haben wir noch ein paar Schilder? Sind das Schild jetzt hier hingeflogen? Ach hier. Ein Blödsinn. So, Baller waren da oben drin. So. Ach, hier haben wir die Dinger. Dann erstmal das hier reinpolken. So, da haben wir das. Da haben wir Schilder für die Seite. Hier haben wir Schilder für die Seite. Da haben wir Schilder schon dafür. Hier haben wir da. Und dann haben wir keine Schilder mehr. Na gut. Okay, dann haben wir hier noch das Problem mit der Treppe, die uns hier überhaupt nicht zusagt. Die ja absolut falsch ist. Die uns auch derbst stört. So, erstmal hier das Geländer weg.
kommen wir nachher, wenn wir Treppe an der richtigen Position haben, wieder hinsetzen. Stört uns jetzt eigentlich nur so. Die Treppe, wie machen wir die am schlimmsten? Wie haben wir die denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwas 1, 2, 3, 4. Können wir doch eigentlich so lassen, muss ich bloß. Weichst du bloß in die Richtung da. Einsammeln, dann brauchen wir die Scheiben überhaupt nicht und können das hier nehmen. So, machen wir wieder im Wechsel, so wie wir schon mal hatten. Sah ja so schlecht gar nicht aus. Da, 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 da. Da. Und dann haben wir eigentlich nur noch so und so. Machen wir hier oben wieder dazu hier und setzen das Geländer wieder hin. So, na seht, da haben wir doch. Sieht doch gut aus. Große Lagerkapazitäten. Treppe umgebaut. Sieht jetzt nicht mehr ganz so abscheulich hier aus. Unten haben wir große Lagerkapazitäten. Haben unsere Öfen hier natürlich noch. Obwohl sind die irgendwie leer, voll oder was das hier? Nee, die scheinen leer zu sein. Dann haben wir unsere Terrasse immer noch hier. Aber was haben wir bei der Terrasse noch? Oh no, wenn ich ganz. Oder oben haben wir ein kleines Problem. Wir hatten hier Schwarzeschenholz. Da müssen wir mal kurz gucken. Hier haben wir Schwarzeschenholz. 13 Stück reichen nicht aus. Nehmen wir mal von hier. Schwarz, 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 Esche. So viele brauchen wir aber nicht. So, und den Dings hier. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Da oben ist jetzt keine Schwarzesche mehr, da ist das jetzt Eiche. Ihr könnt so kotzen schon wieder. Einmal umsonst Zeug hergestellt hier. Okay, also Eiche. So. Dann fangen wir jetzt hier. Ach so, kann man hier irgendwie auch schon abhacken? Ganze Reihe müssen wir hier hoch. Machen wir so, können wir hochhüppen hier. So, da und da, da und da. Zack, 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 zack. Zack, so, sehr schön, dann können wir den hier wieder wegnehmen. Dann gucken wir mal nicht raus, dann gucken wir mal von unten, ja von unten. Hier haben wir noch ein paar Dinger, die müssen wir mitnehmen. So, dann gucken wir mal hoch. Nur haben wir das hier, ja,
Weiß ich nicht, ob man das nur so lässt oder vielleicht nochmal abändert. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ihr wisst ja nun langsam mal hoffentlich irgendwann wie geht. Irgendwann müsst ihr das doch mal hinkriegen. Könnt ja nicht ewig so weitermachen hier, einfach nur schreiben und so ein Kack. Gibt's ja wohl nicht. Reißt euch mal ein bisschen zusammen hier. So, da machen wir da, machen wir die Truhe mit rein. Da machen wir da das Holz mit rein. Dann machen wir da die Steine rein. Und ganz unten haben wir das Glas. Das machen wir da rein. So, ach so, was haben wir denn hier noch? Können wir eigentlich... Oh ja. Okay, haben wir das erstmal so weit. Da wäre jetzt natürlich die Überlegung noch, ob man hier vielleicht die Dinger wegremmelt und vielleicht stattdessen da auch Holz hinnimmt. Das können wir eigentlich aber auch ohne zu überlegen einfach mal machen. Wozu mal gleich so viel überlegen? Einfach mal machen. Wach. Jetzt seht ihr doch genauso. Macht doch einfach mal Quatsch, ne, so Fülle. Zeige auch immer. So. Das ganze Spiel machen wir auch hier. Und natürlich auch hier. Gut, sieht das nicht mehr ganz so bescheiden aus. Ja, natürlich ein bombastisch großes Haus hier. Mordsmäßig riesig groß. Extremst. Aber irgendwie werden wir das schon voll kriegen mit irgendwas. Gut, Jungs und Mädels, das war's dann erstmal. Wieder und jo, tschü mit Ü, bis zum nächsten Mal.